Safranaufstand. Wulfers neue Freunde genießen einen Tag in einem Ferienort am Strand. Oh, da wäre ich auch so gerne jetzt am Strand. Ein geschäftiger Ferienort auf den Safraninseln. Oh mein Gott. Uah, die essen wirklich hier. Das Lokal heißt ja wortwörtlich die Touristenfalle. Ja, es ist für uns. Steht schon direkt im Namen. Können wir morgen wenigstens irgendwo hin, wo sich Einheimische rumtreiben? Ich will eins von diesen krassen Tattoos. Hm. Die Luft scheint rein zu sein. Moment mal, wo sind Janjak und Aki? Wartet! Hehe, entschuldigt die Verspätung, wir wurden aufgehalten. Sind alle da? Gut, machen wir uns an die Arbeit. Ist das ein Zelt? Herrin, wenn der Captain auftaucht, wird's hier ruckzuck aus dem Ruder laufen. Vorher müssen wir die Verteidigung von Himmelsang bestmöglich schwächen. Der Captain müsste in 5 Zügen oder so da sein. Besetzen wir alle 3 Rekrutierungsgebäude auf dieser Insel. Den Unterschlupf, den Hafen und die Kaserne. Okay. Denkt dran, bis der Captain da ist, sind wir auf uns allein gestellt. Greift keine Schiffe auf dem Meer an und verlasst die Insel nicht. Kapiert? Roger, Roger. Ich meinte, ei, ei. Besetze die 3 Rekrutierungsbonus und 3... Okay. Besetze alle 3 Rekrutierungsgebäude, bevor der Captain eintrifft. Besiege 5 Einheiten mit dem Kapitänsnebel. Okay. Okay. Verwundbare Einheit, die nicht angreifen, aber 300 Gold aus gegnerischen Gebäuden stehen kann. Aus einer Festung sogar 1000. Okay, das sind also Diebe. Zur Rekrutierung von Dieben und Grenadieren. Letzte Einheiten können hier kampieren. Geil. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Diebe können nicht angreifen, allerdings haben sie mit Plündern eine unfassbar mächtige Fähigkeit. Indem sie plündern, können Diebe sofort ein gegnerisches Gebäude neutralisieren und stehen dabei noch dazu etwas Gold. Oh, nice. Wow. Ah, das hier ist ein Überfall. Wenn ihr nicht über die Planke gehen wollt, dann rückt die Kohle raus und zischt ab. Der Dieb hat gerade 300 Goldmünzen gestohlen. Bevor du es ausgeben kannst, muss er das Gold in einen Unterschlupf abliefern. Warnung. Diebe reißen mit gestohlenen Besitztümern deutlich langsamer. Okay, danke für die Vorwarnung. Nur noch 2 Rekrutierungsgebäude übrig, dann haben wir alles im Griff, wenn der Captain eintrifft. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Puff. Puff. Geil. So, du kannst ja schon mal nach vorne ein bisschen. Ach man.
So, du greifst an. Sehr schön. Oh Gott, 650. Eieiei. Halt! Wir übernehmen diesen Hafen im Namen des gefürchteten Captain Feuervogel. Wenn ihr Landratten mit euren Leben davonkommen wollt, dann haut sofort ab. Ui, ein Abendessen und immersives Theater? Du hast dir ausnahmsweise mal ein gutes Lokal ausgesucht. Wow. Ich sagte sofort. Oh, die Touristenfalle. Jetzt verstehe ich. So einen tollen Urlaub hatte ich noch nie. Ah ja. Und weg bist du. Ey, lass mein Dieb in Ruhe. Okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen sputen. Mache ich denn das jetzt am dümmsten? Potzblitz! Wir werden angegriffen! Hilfe! Gut, sie sind weg. So, jetzt muss ich ja nur noch die einnehmen. Aber ich glaube, das schaffe ich. Ja, sicher schaffe ich das. Setzen wir schnell das letzte Rekrutierungsgebäude, bevor der Captain auftaucht. Moment mal. Unterschlupf, ja toll. Ist das ein Unterschlupf? Ja, aber das nicht. Ah, okay. Also müssen die doch immer zum Zelt zurück. Okay. Das wären alle drei. Kinderspiel. Werd nicht übermütig. Die Mission fängt gerade erst an. Übermütig? Ich hab Todesangst. Dann mal los. Yay! Was war jetzt die andere Nebenaufgabe? Mit Kapitänssäbel. Ja. Dann warte ich mal. Hey, das ist das Schiff vom Captain, oder? Jo. Wie lauten unsere Befehle, Captain? Ah. Nadia. Ich will, dass ihr so viel Chaos wie möglich verursacht. Stehlt so viel Gold, wie ihr könnt. Aber vergesst nicht das eigentliche Ziel.
Wir müssen nur jemanden in die Villa des Statthalters einschleusen, richtig? So sieht's aus. Bei all dem Chaos, das ihr anrichten werdet, werden die nie an, worauf wir es abgesehen haben. Betritt die Villa des Statthalters. Er gehört, ihr rückgratlosen Quallen der Süd-Safran-Ferienorte. Das ganze Gold dieser Insel gehört ab sofort Captain Feuervogel und ihren mutterlosen Söhnen. Wenn irgendwer von euch versucht, mit meinem neuen Eigentum abzuhauen, tja, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, klar? Ah. Okay. Flussgelände. Flüsse sind für die meisten Boote zu flach. Doch Lastschiff und Ruderbooteinheiten können ungehindert über Flüsse fahren. Oh, schön. Nein, Kriegsschiffe kennen wir. Denk daran, dass du dir Einheiten jederzeit... Ja. Wir kennen es ja schon. Die Kriegsschiffe kennen wir ja schon vom ersten Teil, von daher ist alles gut. Piraten? Piraten! Seekundschafter auf eure Posten, das ist keine Übung. Ach, das ist so ein Kapitänsäbel. Einheit verursacht bei oder über 80 TP kritischen Schaden. Ersetzt aktuellen Crit-Treffer. Girl. Die Überreste eines gerodeten Waldes. Die Stümpfe bieten keinen Schutz und verlangsamen die Bewegung. Mhm. Warum kannst du das nicht nehmen? Okay, das sind also jetzt hier die ganzen Pirateneinheiten. Oh, geil. Sehr schön, gefällt mir. Okay, die können auch Gebäude einnehmen. Gut. Okay, ich habe ja auf der Seite ja auch noch welche. Nee. Machen wir das mal lieber so. Aber das ist jetzt schon im dritten Level, bei den Piraten jetzt schon eine Riese bauen kann, finde ich ja geil. Das finde ich richtig gut. Sorry, meine Lieben, ich habe mit Absicht gerade kurz die
Aufnahme abgebrochen. Ich schneide das aber zusammen. Ich musste gerade echt mega laut niesen, ey. Das wäre ziemlich unangenehm in der Aufnahme gewesen. Du raubst unschuldige Urlauber aus, du Monster. Dabei dachte ich, ich würde euch einen Gefallen tun. Gold ist schließlich die Wurzel allen Übels. Da ist's doch am besten, wenn wir Profis uns drum kümmern. Ja, ja. Statthalter, stimmt etwas nicht? Alles in Ordnung, sorgt dafür, dass es so bleibt. Ich kümmere mich gerade um einen sehr wichtigen Besucher vom Festland. Seht zu, dass es heute keine Komplikationen gibt, ja? Jawohl. Okay. Ja, dann wollen wir mal so einen Krabbelknochen rekrutieren. Feuertanz. Okay. Erstmal das Schiff wegmachen. Genau. So, eigentlich könnte ich ja... Ah ne, ja, ich habe wieder zu wenig Geld. Stimmt, ich habe ja gerade einen Riesenknochen, einen Riesenskelett Golem gekauft. Scheiße. Hat der denn noch irgendwo einen Hafen? Ja, da, auf der Seite, aber auf der Seite hat er keinen, oder? Nö. Okay. So. Du bist weg. Ey, 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 lass mal einen Hafen in Ruhe. Das war sowas von klar. Ja, jetzt müsste er tot sein. Nein, er hat's doch noch überlebt. Wow, mit minimalem Leben. So, jetzt habe ich erstmal wieder reichlich Geld.
bin ich mal gespannt, wie die angreift. Ach, das ist ein Flammenwerfer. Okay. Und nicht schlecht. Bums. Sehr gut. So, Schildkröte, du greifst die Schildkröte an. So, du nimmst das ein. Jo. Jo. Ich habe die zwei Riesen da schon gesehen. Oh, mutig. Also auf der rechten Seite habe ich das alles eingenommen. Und deine Balliste ist auch gleich kaputt. Die Schildkröte lässt uns jetzt auch in Ruhe. Sehr schön. Ja. Ich baue mal Priester. Petita so grinst dabei. Oh gut. Ups. Jawohl, jawohl, jawohl. Tja. Ja, der zieht sich zurück mit seiner Balliste. Oh, mein Hafen. Seht euch das mal an, Jungs. Neue Spielzeuge mit der Weiße zur Verfügung gestellt von Kaiserin Tinri. Wir müssen uns bei der bedanken, sobald wir sie bis aufs letzte Hemd beklaut haben.
Ja. Okay. Nee, ich gehe mit Absicht wieder nach unten, wegen seiner scheiß Balliste. So, wie mache ich denn das jetzt? Ja, ich kann ihn auch mit den Kriegsschiffen gut schwächen. Das gefällt mir. Was war das? War nur ein paar Kanonenkugeln. Nichts Schlimmes. Sonst war es nichts. Jetzt fehlt er es aber wissend. Statthalter, seid euch gewiss, dass Kaiserin Tinri entschlossen ist, dieses Problem flugs zu beheben. Ganz gleich, wie viele Schiffe ihr zur Bekämpfung der Piratenbahn benötigt. Ihr werdet sie bekommen. Oh, ich danke euch. Die Piratenbahn für den Handel und Tourismus wirklich ein Kraus. Ich würde sie ja persönlich bekämpfen, doch leider brauchen die Leute mich hier. Statthalter, die Piraten greifen an, wir brauchen euch. Herrje, urplötzlich habe ich Fieber bekommen. Biota, ich habe getan, was ich konnte. Ich überlasse das Schicksal der Insel euch. Piratenköter, eure Niedertracht endet hier. Ah, ihr glaubt, ihr könntet Feuervogel übers Ohr hauen? Dafür fackle ich euch die Ohren ab. Oh, oh. Das hatten wir nicht geplant. So, dann wollen wir mal. Eins nach dem anderen. Ich weiß, dass er gleich wieder mit seiner scheiß Balliste angreifen wird. Das ist mir bewusst. So, erstmal den Golem schwächen. Der müsste jetzt besiegt sein. Jo, sehr schön. Obwohl, nee, Moment, Moment. Oh. Hat jetzt einen schwach gegen Kavallerieeinheiten, deswegen scheiße. Gar nicht gut. Ich glaube, ich baue mal hier eine Fregatte. Ach, der hat da... Oh Gott, der hat da oben ja auch noch zwei Kasernen. Mein Riese gegen sein Riese. Das meine tut ein bisschen mehr weh.
So, jetzt darf ich jetzt mal wieder. Aber die Diebe sind echt praktisch wegen dem Einnehmen von den Gebäuden. Gefällt mir. So, dann ist das auch mein Gebäude jetzt. Jawohl, nehme ich sofort ein. Sehr schön. Ums. Shit. Moment. Na, ich glaube, ich baue lieber noch einen Riesen. Bin ich auf der sicheren Seite. So, hier habe ich alles eingenommen, jetzt bin nur noch die Gebäude. Gut. Naja, so viele Einheiten hat er jetzt auch nicht mehr. Hätten die jetzt den Verteidigungsbonus nicht, wären die, glaube ich, tot gewesen. In Banditen habt ihr keinen Charme. Moment, ich guck kurz nach. Janjak, Silberpriese hier will wissen, ob er sich Charme bei uns leihen kann. Charme? Soll das eine Frucht sein? Noch nie gehört. Tut mir leid, Admiral. Ich ist gerade nicht im Sortiment. Oh. So war das eigentlich nicht gemeint, aber ist egal. Jo. Sehr schön. Mach du das so. Du machst das so. So, dann ist der Ritter schon mal weg. So. Nein, das kannst du so natürlich nicht machen.
Moment, greif du mal lieber die Balliste an. Hat er sonst noch irgendwo Fernkampfeinheiten? Ja, da der Bogenschütze. Also über dem Meer kann er nicht mehr kommen. Da habe ich ja alles schon genommen. Feuertanz. Ja. Die brennen jetzt. Schön. Haben jetzt irgendwie einen Brennstatus. Oh, lass doch die Kaserne in Ruhe. Der lernt es nicht. Wohl. Mach das lieber so. Jawohl. Sieht doch gut aus. So, dann ist sein letzter Riese auch Geschichte. Jawohl. Nicht, dass er auf den Trichter kommt, mit den Hunden jetzt die Kaserne anzugreifen. Das muss ja jetzt echt nicht sein. So. Sehr schön. Ja. Ketten, die Villa des Statthalters ist gleich da vorne. Wie machen wir weiter? Hm, schätze, wir könnten das Tor einfach einreißen. Wenn wir allerdings Diebe haben, ein Dieb könnte seine Fähigkeit umgehen benutzen, um am Tor vorbeizuschlüpfen. Ah, gut zu wissen. Na gut, dass wir hier einen Dieb in der Nähe haben. Putzig. Sehr schön. Mal sein letztes Schiff angreifen. Bums. So, Makelan ist.
Ja, da nehme ich jetzt mal das Gebäude ein. Den Trank, den kann ich noch gleich einnehmen. Ein Dieb reicht ja. Ja, der ist sowieso gleich weg, der Ritter. So, dann nehme ich das noch schnell ein. Ganyak, erklär mir das. Was denn, Captain? Hast du dich nicht eben gerade über den Wohnungsmarkt beschwert? Dabei rücken sie die Dinger doch gratis raus. Oh, hier möchte ich keine Wohnung, Captain. Üble Nachbarschaft. Zu viele Verbrechen. Süß. Sehr schön. Tja, er hat kein Geld mehr, glaube ich. Jo. Und kann somit jetzt auch keine Einheiten mehr bauen. Greife ich ihn schon mal an. Bisschen schwächen. So. Ja, dann haben wir es gleich. Das wirst du bereuen, weil du auch Minus-Verteidigungsbonus jetzt hast. Ja, tut das schön weh. Ja, da habe ich ein Minus. Aber ist egal, tut trotzdem schön weh, weil es ein Held ist. Voll. In your face.
Okay. Jawohl. Anja, ich weiß nicht, ob es diese Insel war, aber siehst du, ich hab's hergeschafft, zu deinem Zuhause. Du hast nie gern davon erzählt, aber ich weiß, wie schrecklich du es vermisst hast. Ich wünschte, du... Ketten, wir sollten gehen, jetzt. Einsteigen. Haltet sie auf. Oha. Los, los, los. Momentchen mal. Das ist der Typ von neulich. Hey du, komm mit uns, wenn du überleben willst. Himmelsang will Blut sehen. Vertrau mir, du willst hier keine Sekunde länger bleiben. Ha, tschö mit Ö. Admiral. Und das war's. Yay. Ketten, wir haben sie gefunden. Die Karte. Aber die Legende ist irgendwie verschlüsselt. Das hätte ich befürchtet. Versuch mal zusammen mit Haruka die Verschlüsselung zu knacken. Ja, Captain. Captain. Wir haben den Kameraden gerettet, den Janjak am Ufer gesehen hat. Ein Kamerad? Wo sind meine Manieren geblieben? Willkommen an Bord. Ich habe gehört, dass du geholfen hast, Leutnant, Umi Büsu zu erledigen. Die alte Sauerbacke wird darüber nicht erfreut sein. Tja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Was? Du kannst von Glück reden, dass wir dich gefunden haben. Admiral Klingbein hätte dich sonst in Stücke gerissen. geht's dir gut? Hey, antworte der Kapitänin, wenn sie mit dir spricht. Hör mal, wenn du reiern musst, dann steht dir da drüben ein ganzer Ozean zur Verfügung. Ich... Anja? Was hast du gesagt? Woher kennst du diesen Namen? Das ist, glaube ich, seine Frau. Wir sind in die Villa des Statthalters gelangt. Wie viel von Gold des Kaiserreichs haben sie gestohlen? Auf den ersten Blick überhaupt keins. Einige der Büros wurden durchwühlt, aber es fehlt kein Geld. Sein Glück, was? Wir müssen sie gerade rechtzeitig vertrieben haben. Vielleicht haben sie einfach keins gefunden. Piraten sind ja nicht unbedingt die hellsten. Die Bediensteten des Statthalters sollen eine genaue Bestandsaufnahme durchführen. Wenn auch nur ein einziges Blatt Papier fehlt, will ich das wissen. Zu Befehl. Okay.